Es gibt viele Leute, die initiieren coole Sachen. Wir sehen aber nicht, dass das gesamte System sich verändert oder auch, dass das System das Potenzial der Digitalisierung verwendet. Das Ziel von unserer Studie AHEAD ist, die Entwicklung gerade jetzt im Hochschulsystem zu betrachten. Wir leben in einer neuen digitalen Welt, aber auch die Probleme im jetzigen System zu betrachten, um dann zu überlegen, wie könnte die Hochschullandschaft 2030 aussehen, die viel besser die verschiedenen Zielgruppen im System auch unterstützt, sodass wir im Prinzip ein besseres Studium hinkriegen und vielleicht unterschiedliche Definitionen von Studienerfolg. Wir schauen, welche Trends es gibt in der Digitalisierung. Wir sehen im Prinzip, die Technik ist da. Wir sehen auch, dass im Hochschulbereich es gibt unglaublich coole Initiativen, die auch Digitalisierung verwenden. Wir sehen aber gleichwohl, dass das System per se nicht wirklich das volle Potenzial von Digitalisierung verwendet. Wir sehen insofern ein gewisser Trend. Es gibt viele Leute, die initiieren coole Sachen. Wir sehen aber nicht, dass das gesamte System sich verändert oder auch, dass das System das Potenzial der Digitalisierung verwendet. Deswegen in unserem Projekt, wir überlegen, ist es so, dass die Organisationsform, die wir jetzt kennen, die Hochschule, die Universität, vielleicht müsste sie sich auch verändern. Und das ist eine große Frage für unsere Studie. Wir erwarten, dass die Hochschullandschaft in 2030 sehr divers aussieht. Es gibt andere Zielgruppen und wir erwarten, dass diese Zielgruppen auch wichtiger werden in der Zukunft. Das heißt, dass ältere Studierende oder ältere Personen zum Studium kommen und wir erwarten, dass das Hochschulsystem, die Landschaft sich darauf anpassen muss. Insofern erwarten wir ein Studium, dass sehr viel mehr vom Student ausgeht. Aber häufig ist es so, wir vergessen auch, dass es gibt andere Formen der Hochschulbildung, die es jetzt gibt, die sind meistens kleiner. Wir erwarten aber, dass diese Formen größer werden, dass die Zielgruppen auch das verlangen werden vom Hochschulsystem. Und da erwarten wir diese Art von Innovation. Häufig da das Argument ist, es gibt viel mehr Arten von Studierenden. Aber diese Studierenden, die sehen wir in der Forschung, aber wir fokussieren nicht so sehr auf diese Gruppe in der Praxis. Wir haben schon einzelne Initiativen. Wir erwarten aber, dass das Hochschulsystem besser auf diese Gruppen eingeht. Und wir erwarten auch genau in diesem Kontext, dass Digitalisierung auch diesen Prozess unterstützen kann.